Wir werden in absehbarer Zeit weitere Bankenzusammenbrüche erleben, die irgendwann einen Dominoeffekt auslösen und zum Kollaps des gesamten Systems führen werden. Und dann wird man den Anlegern sagen, tut uns leid, die Banken sind pleite, das Geld ist weg, aber wir können es ersetzen. Und zwar in Form von digitalem Zentralbankgeld. Auf die Frage, warum unser Geldsystem am Ende steht, habe ich jetzt eine konkrete Antwort für Sie. Und zwar habe ich Ernst Wolf nochmal gebeten, dass wir den Auszug aus unserem gemeinsamen Live-Webinar mit über 11.000 Live-Teilnehmern mit unseren Zuschauern auch auf YouTube teilen. Und ich bin froh, dass er zugestimmt hat. Wir möchten euch nichts vorenthalten und deswegen nur in der kompaktesten Form, die ich jemals sehen durfte, die Erklärung und die haarscharfe Erklärung darauf, was derzeit passiert, warum unser aktuelles Fiat-Geldsystem am Ende steht. Und den Link zur kompletten Videoaufzeichnung, den findet ihr jetzt schon unten in der Videobeschreibung. Wer es also nicht abwarten kann und alles in voller Länge sehen will, der klickt gerne unter dieses Video zur Aufzeichnung. Ernst, nun bist du dran. It's your stage. Ja, danke Dominik. Hochinteressant, diese Einteilung der Welt in die verschiedenen Zyklen. Ich werde in meinem Beitrag jetzt auf das in meinen Augen zentrale Thema des aktuellen Zyklus eingehen, nämlich die Einführung eines neuen Geldsystems. Also diese Entwicklung spielt in den Medien ja kaum eine Rolle, schreitet aber im Hintergrund unaufhaltsam voran. Zurzeit arbeiten insgesamt 119 Regierungen und Zentralbanken daran, die insgesamt 95% der weltweiten Wirtschaftsleistung repräsentieren. Unterstützt werden sie von großen Organisationen wie dem IWF, dem WEF, der Weltbank und der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, der BIZ, also der Zentralbank der Zentralbanken. Es laufen außerdem länderübergreifende Projekte, wie zum Beispiel das Projekt Dunbar zwischen Australien, Singapur, Südafrika und Malaysia oder das Projekt Icebreaker zwischen Norwegen, Schweden und Israel oder das Projekt SELA zwischen Israel, Hongkong und der BIZ. Sollten diese Währungen, diese digitalen Zentralbankwährungen, englisch Central Bank Digital Currencies, kurz CBDCs, sollten die tatsächlich eingeführt werden, dann, und das sieht alles danach aus, dann werden sie unser Leben von Grund auf verändern. Warum das so ist, will ich jetzt in 5 einzelnen Schritten genau erklären. Erstens, warum muss dieses System auf Biegen und Brechen eingeführt werden? Zweitens, wie genau sieht das neue System aus? Drittens, warum erfordert seine Einführung drakonische und antidemokratische Maßnahmen? Viertens, was genau erwartet uns in der direkt vor uns liegenden Zeit? Und fünftens, wie können wir uns vor dieser gefährlichen Entwicklung schützen? Beginnen wir mit Punkt 1. Warum muss dieses System unter allen Umständen eingeführt werden? Die kurze Antwort lautet, weil das bestehende System nicht zu retten und bereits in seine Endphase eingetreten ist. Dazu muss man Folgendes wissen. Das bestehende Geldsystem ist der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg von den USA aufgezwungen und rund um den US-Dollar aufgebaut worden. Der aber ist 1971 vom Gold entkoppelt worden, sodass wir es seitdem mit einem Geldsystem zu tun haben, das keine physische Basis mehr besitzt und in dem die Geldmenge daher beliebig vermehrt und das Geld auf diese Weise entwertet werden kann. Eine Feinunze Gold hat 1971 34 Dollar gekostet. Heute bekomme ich für 34 Dollar nur noch weniger als 2% einer Feinunze. Anders ausgedrückt, der Dollar hat seit 1971 gegenüber dem Gold 98% seiner Kaufkraft verloren. Nach der Abkopplung des Dollars vom Gold folgte dann noch etwas für das Geldsystem ganz Wichtiges, nämlich so ab der Mitte der 1970er Jahre die Deregulierung. Das heißt, die Abschaffung aller möglicher, die Banken einschränkenden Regeln und Gesetze. Diese Deregulierung führte dazu, dass immer neue Finanzprodukte auf den Markt geworfen wurden und dass vor allem der Bereich der Derivate explodierte. Bei den Derivaten handelt es sich um nichts anderes als Wetten. Wetten auf zukünftige Preise, Kurse oder Zinssätze.
Zum Teil also höchst riskante Geldanlagen. Diese Risiken nahmen in den 1990er Jahren exponentiell zu und führten dazu, dass das System 1998 zum ersten Mal und in der Weltfinanzkrise von 2007-2008 zum zweiten Mal ins Taumeln geriet. Diese zweite Krise war so heftig, dass die Zentralbanken einschreiten und das System stabilisieren mussten. Das haben sie bis 2015 getan, indem sie immer mehr Geld zu immer niedrigeren Zinssätzen ins System gepumpt haben. Dann haben sie versucht, den Kurs zu ändern. Zwischen 2015 und 2018 haben sie die Zinsen mehrmals angehoben und die Geldmenge verringert, mit dem Ergebnis, dass die Aktienmärkte Ende 2018 den größten Einbruch seit 80 Jahren erlebt haben. Seit diesem Zeitpunkt steht ohne Wenn und Aber fest, das bestehende System kann auf Dauer nicht gerettet werden. Was also tun? Nun, diejenigen, die im Hintergrund die Fäden ziehen, haben damals eine wichtige Entscheidung getroffen. Das System muss abgeschafft, ein neues System muss herbeigeschafft werden. Und es muss sie in die Lage versetzen, zentral die Geldmenge und die Zinssätze festzulegen. Und genau dieses System wird derzeit mit Hochdruck entwickelt. Und deshalb gleich zu Punkt 2. Wie sieht dieses System genau aus? Zunächst einmal wird es rein digital sein und erfordert daher, dass das Bargeld so weit wie möglich eingeschränkt, am besten ganz abgeschafft wird. Genau diesen Prozess erleben wir ja, und zwar mit zunehmender Geschwindigkeit. Darüber hinaus wird es sich beim neuen Geldsystem um das erste jemals eingeführte Zwei-Klassen-Geldsystem handeln. Es soll nämlich eine Wholesale-CBDC geben und eine Retail-CBDC. Wholesale ist das englische Wort für Großhandel, CBDC das englische Wort für Einzelhandel. Die Wholesale-CBDC soll zwischen der Zentralbank und den großen Finanzunternehmen, also Sparkassen, Großbanken, Hedgefonds und Rentenfonds, gehandelt werden. Die Retail-CBDC soll für einfache Bürger und kleine und mittlere Unternehmen gelten. So eine allen Prinzipien der Demokratie widersprechende Aufteilung in zwei verschiedene Geldsysteme hat es in der gesamten Geschichte des Geldes noch nicht gegeben. Aber kommen wir zu den Einzelheiten. Das neue System sieht vor, dass jeder von uns nur noch ein einziges Konto besitzen soll, und zwar bei der Zentralbank. Den Geschäftsbanken soll die Kreditvergabe vollständig entzogen werden. Sie sollen nur noch als Makler, als Vermittler, Berater oder als eigenständige Player an den Finanzmärkten tätig sein. Das bedeutet, dass die Zentralbank über jede einzelne unserer Transaktionen Bescheid wissen wird, dass sie uns individuelle Zins- und Steuersätze auferlegen und jederzeit Geld in Form von Abzügen einbehalten kann. Das neue Geld kann aber auch, zum Beispiel zur Förderung bestimmter Wirtschaftszweige in einer Krise, zweckgebunden ausgegeben oder an ein Ablaufdatum gebunden werden. Oder man kann uns zwingen, es zum Beispiel im Rahmen von 15-Minuten-Städten nur noch in einem Umkreis von so und so viel Kilometern auszugeben. Und das ist noch nicht alles. Man kann das Geld auch an ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild binden, uns also zum Beispiel die Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen, das Recht auf Reisen oder den Kauf gewisser Waren verweigern. An dieser Stelle sollten wir ganz besonders hellhörig werden. Wir wissen ja alle, dass uns zurzeit mit dem Untergang der Welt durch den Klimawandel gedroht wird und dass man unseren Planeten durch die Einsparung von CO2 retten will. Es ist also gut möglich, dass uns irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft ein CO2-Kontingent zugewiesen wird, nach dessen Überschreitung uns zum Beispiel Autofahrten oder Reisen per Flugzeug oder auch der Kauf bestimmter nicht klimaneutraler Waren verweigert wird. Kommen wir zu Punkt 3. Warum erfordert die Einführung eines neuen Systems drakonische und antidemokratische Maßnahmen? Aus einem ganz einfachen Grund. Das neue System bedeutet das Ende aller finanziellen und damit auch das Ende aller sonstigen Freiheit und die Errichtung einer Diktatur,
die wirkungsvoller sein wird als alles, was die Welt bisher gesehen hat. Aber genau dieses Ende aller Freiheit bringt es mit sich, dass man das neue System nicht einfach Schritt für Schritt innerhalb der parlamentarischen Demokratie einführen kann, sondern dass man zunächst einmal autoritäre Strukturen errichten muss. Bestes Beispiel dafür ist China. Dort hat die Kommunistische Partei in den zurückliegenden Jahren ein Zwangssystem mit Gesichtserkennung, Drohnenüberwachung und Sozialkreditsystem geschaffen, das jeden einzelnen Bürger zu 100% dem Staat unterwirft. Kein Wunder also, dass China als bisher einziges Land der Welt etwa einem Fünftel seiner Bürger bereits ein Konto bei der Zentralbank aufgezwungen hat. Aber kommen wir zu Punkt 4. Mit welchen weiteren Maßnahmen müssen wir auch bei uns rechnen? Wie genau das System eingeführt wird, das lässt sich mit Sicherheit noch nicht voraussagen. Aber es zeichnen sich momentan zwei Möglichkeiten ab. Zum einen könnte man noch eine Zeit lang abwarten, bis wir aufgrund des Durchbruchs bei der künstlichen Intelligenz den ganz großen Einbruch am Arbeitsmarkt erleben und den Menschen das Geld dann statt als Hartz IV in Form des universellen Grundeinkommens auszahlen. Ich vermute allerdings, dass die Zeit dazu nicht mehr ausreichen wird, dass das bestehende System nicht mehr so lange durchhalten wird. Für mich haben deswegen die Zusammenbrüche der drei Banken in den USA, der Silvergate Bank, der Silicon Valley Bank und der Signature Bank, einen deutlichen Hinweis auf das gegeben, was uns möglicherweise erwartet. Dort hat man sich nämlich nicht an die Vorgaben der Einlagensicherung gehalten und die Banken bis $250.000 entschädigt, sondern unbegrenzt. Und man hat anschließend eine Diskussion gestartet, bei der Entschädigung von Kunden kollabierender Banken grundsätzlich keine Obergrenze mehr einzuhalten. Und diese Diskussion wird derzeit auch in der EU geführt, wo die Einlagensicherung bisher bei 100.000 Euro liegt. Was bedeutet das? Dass man sich plötzlich um uns sorgt? Dass man plötzlich sein Herz für Einleger und Anleger entdeckt hat? Ganz sicher nicht. Für mich heißt das, dass man den Menschen in höchst unsicheren Zeiten Sicherheit vermitteln will. Und zwar das Gefühl absoluter Sicherheit. Und genau das hat ja auch funktioniert. Die Bankenzusammenbrüche sind erst wenige Wochen her und kein Mensch spricht mehr über Turbulenzen im Finanzsystem. Und das, obwohl die US-Zentralbank allein in der vergangenen Woche 144 Milliarden Dollar ausgeben musste, um taumelnde Banken über Wasser zu halten. Dieses ganze Rettungsgeld gibt es natürlich nicht. Es muss geschaffen werden. Und von wem? Von der Zentralbank. Also, meine Vermutung sieht folgendermaßen aus. Wir werden in absehbarer Zeit weitere Bankenzusammenbrüche erleben, die irgendwann einen Dominoeffekt auslösen und zum Kollaps des gesamten Systems führen werden. Und dann wird man den Anlegern sagen, tut uns leid, die Banken sind pleite, das Geld ist weg, aber wir können es ersetzen. Und zwar in Form von digitalem Zentralbankgeld. Es gibt zurzeit eine ganze Reihe von Anzeichen dafür, dass ein solcher Plan im Hintergrund entwickelt wird. Und ich kann jedem nur empfehlen, nicht einer einzigen Bank zu trauen. Auch nicht den 30 systemrelevanten, von denen ja gerade eine, nämlich die Schweizer Großbank Credit Suisse, Schiffbruch erlitten hat. Glauben Sie nicht, dass Ihr Geld auf irgendeiner Bank sicher ist und bereiten Sie sich auf turbulente Zeiten vor, indem Sie sich, und damit kommen wir zu Punkt 5, rechtzeitig schützen. Dazu ganz pragmatisch, rechnen Sie noch in diesem Jahr mit weiteren schweren Verwerfungen im Finanzsystem. Die gewaltigen Summen, die zu seiner Erhaltung hineingepumpt wurden, werden die Inflation weiter vorantreiben und Ihr Geld weiter entwerten. Selbst wenn es in einigen Bereichen aufgrund wirtschaftlicher Einbrüche zu einer Deflation kommen sollte, der generelle Trend heißt Inflation,
also Verlust der Kaufkraft des Geldes. Und das kann nur eines bedeuten: ab in die Sachwerte. Nicht zusehen, wie das Geld langsam seinen Wert verliert, sondern handeln und in Dinge investieren, die ihren Wert behalten. Und da gibt es seit Jahrhunderten eine sichere Bank: die Edelmetalle. Die werden übrigens in meinen Augen in absehbarer Zeit in aller Munde sein. Und zwar deshalb, weil das neue Geldsystem eine herausragende Eigenschaft besitzt, über die ich bis jetzt noch nicht geredet habe. Es wird nämlich auf Dauer nicht funktionieren. Digitales Zentralbankgeld ist eine Täuschung, denn es ist in Wirklichkeit gar kein Geld, sondern nichts als eine Sammlung von Datensätzen, denen ein bestimmter Wert zugemessen wird. Das hat es übrigens mit den Kryptowährungen gemein, die ja auch von sehr vielen Leuten falsch eingeschätzt und als eine Art Rettungsanker betrachtet werden. Das aber sind sie garantiert nicht. Kryptowährungen sind reine Spekulationsobjekte und sind, entgegen der vermeintlich rebellischen Einstellung vieler ihrer Anhänger, absolut systemkonform. Sie haben dem System in den vergangenen 15 Jahren sogar einen unschätzbaren Dienst geleistet, indem sie einerseits für viel Verwirrung gesorgt, andererseits aber gleichzeitig wie keine andere Kraft zur Verdrängung des Bargeldes beigetragen haben. Als Vermögensabsicherung taugen Kryptowährungen daher nicht. Natürlich konnte und kann man möglicherweise sogar noch eine Zeit lang mit ihnen aufgrund von Schwankungen Gewinne einfahren. Aber ihre Hochzeit, die geht zu Ende. Wir stehen nämlich kurz vor der Einführung von Quantencomputern, die in der Lage sein werden, jeden Code der Welt zu knacken und die irrige Annahme, dass zum Beispiel Bitcoins nicht gehackt werden können, schnell ad absurdum führen werden. Was aber wird geschehen, falls man das neue System tatsächlich einführt und es aufgrund seiner Fehlkonzeption schon bald ins Wanken gerät und nur noch mit immer drastischeren Maßnahmen gegen den Willen der Bevölkerung aufrechterhalten werden kann? Was, wenn es zu sozialen Unruhen kommt? Ich glaube, man muss nicht allzu viel Fantasie besitzen, um darauf zu kommen, dass dann eine riesige Gegenbewegung gegen elektronisches Geld zu erwarten ist und die Menschen sich wieder auf physische Werte, insbesondere die Edelmetalle, und damit auf einen Satz besinnen werden, den J.P. Morgan, der wohl mächtigste Banker aller Zeiten, einmal gesagt hat: Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Soweit also meine Analyse und meine Tipps und Vorschläge zu diesem Thema. Und jetzt wieder zu dir, Dominik, und deinen Vorschlägen und Tipps für die Zukunft. Falls ihr den gesamten Zusammenhang dieses Live-Vortrags sehen möchtet und euch nichts entgehen lassen wollt, dann schaut gerne hier in die Aufzeichnung. Dort findet ihr den gesamten Vortrag von Ernst Wolf und mir. Nutzt die Chance, solange wir ihn kostenlos online zur Verfügung stellen. Und das letzte gemeinsame Gespräch, das ich mit Ernst auf YouTube geführt habe, das findet ihr hier an der Stelle. Schaut auch gerne dort vorbei. Vielen Dank, Ernst, für deinen Einsatz und für alle 11.000 Menschen, die live dabei waren.